Raucher auf dem Bürgersteig und Cafés ohne Qualm. In Spanien ist jetzt Schluss mit Zigaretten in Restaurants und Bars. Seit Jahresbeginn herrscht hier eines der strengsten Rauchverbote Europas. Es stört mich nicht, rauszugehen, zumindest im Moment nicht. Mal sehen, wie es ist, wenn es kälter ist. Rund jeder dritte Spanier ist Raucher. Einige haben ihre Schwierigkeiten mit dem neuen Gesetz. Das Rauchverbot ist doch blöd. Autoabgase sind viel schädlicher, aber darüber spricht keiner. Schon vorher gab es in Spanien ein Rauchverbot, doch das war nicht so streng und wurde eher lax gehandhabt. In fast allen Bars und Restaurants wurde geraucht. Durch das neue Gesetz befürchtet die Branche nun Umsatzeinbußen. Das vollständige Rauchverbot könnte zu einem deutlichen Umsatzeinbruch führen. Bei Restaurants könnten die Einbußen 5% betragen, bei Bars 10% und Diskotheken könnten Einbußen von mehr als 15% verzeichnen. Ärzte dagegen begrüßen das strenge Rauchverbot. Sie verweisen darauf, dass Beschäftigte in der Gastronomie nicht mehr durch Passivrauchen gefährdet werden. Und sie hoffen, dass Raucher jetzt eher vom Glimmstängel lassen und Jugendliche gar nicht erst anfangen. Alle 10 Minuten stirbt in Spanien ein Mensch an den Folgen des Rauchens. Das sind 150 pro Tag und 1000 pro Woche. Die Besitzer von Bars, Cafés und Restaurants machen streng über die Einhaltung des Rauchverbots. Kein Wunder, ihnen droht ansonsten eine Strafe von 30.000 bis 60.000 Euro.